Hallo in die Runde, willkommen zum vierten Tag des Sturmangriff-Turniers. Drei Sterne, alle Farben erlaubt. Meine Verteidigung ist auf C geblieben. Durchschnittlich 48 ist eigentlich eher sogar gering, muss man ganz klar sagen. Da war ich deutlich favorisiert von den Helden, weil ich mehr gebreakt habe. Oh, das hier ist, der hat richtig gute Truppen, aber kaum gelevelte Helden und gebreakte. Sieht man auch, der hat ein Event-Team, ne? Ein rotes und ein blaues. Das ist bitter, der hat auch kaum Truppen gelevelt. Na gut. Der hat nur einen Heiler, das machen wir auch mit nur einem Heiler. Ouch, das ist nicht gut. Das ist ganz und gar nicht gut. Ja, shit, hätte ich mal schon gezündet. Den habe ich mir selbst verkackt. Da hätte ich schon viel früher zünden können. Ändert nichts, gewonnen ist gewonnen. Aber da habe ich am Anfang echt schlecht gespielt. Das hätte nicht sein müssen. Bei zweimal Rot nehmen wir zweimal Blau. Das bleibt so, würde ich sagen. Ihr seht es, ne? Der Grüne hat ein paar Level bekommen. Ich habe den gebreakt gestern. Oh, das ist gut. Da schlägt ein bisschen was ein. Das ist ja hier heute einfaches Board ohne Ende. Ja, das ist, würde ich mal sagen, die Rache für die ersten Tage. Er hat nur einen Beleber und einen Heiler. Kaum was für Schaden macht außer Sudri. Das Risiko gehe ich ein. Soll er ruhig auslösen, das ist vollkommen okay. Und dann lassen wir das jetzt mal krachen. Na, okay, Sudri wird wehtun. Sudri, das war's für dich. Jetzt erledigen wir gleich noch Gramps. Okay, ein Toter, sage ich mal, ne? Das ist okay. Wenn Poppy nicht gerade fünfmal gefeuert hätte, wäre das ansonsten. Bleibt einfach genauso. Das wird eine gute Kombo. Achtung, 3, 2, 1. Da zögern wir nicht lang, der wird auch direkt ausgelöst.
Das überlebt sie. Oh, knapp. Da habe ich mich aber verschätzt. Das hätte deutlich knapper werden können. Also, ich sag mal. Auch wenn sie nicht gebreakt ist, aber die drei gebreakten, die hauen schon rein. Also ich glaube, ich ziehe Mondfalke, wenn die rote Spinne durch ist, ziehe ich Mondfalke auch vor, dass die gebreakt wird. Boah, das ist natürlich hart, ne? Zweimal Poppy kann das Ganze ganz schnell beenden. Wir riskieren es. Shit. Ich hätte doch grün nehmen sollen. Rechts lila oder links grün ist eigentlich vollkommen egal, wo es einschlägt. Daran habe ich ja gar nicht gedacht, dass er wiederbeleben kann. Das hätte gerade auch böse enden können. Kann ich hier gerade nur Arschloch-Dinger machen? Ja, heil dich doch, ist doch egal. Alter Schwede, habe ich heute fünfmal gewonnen und das richtig schnell und die Verteidigung spinnt. Ja gut, kann man nicht anders sagen. Ich hoffe, das bleibt bei 5% und ich kann das morgen wiederholen. Wenn das natürlich das Geheimrezept ist, muss man ganz klar sagen, da waren knappe Dinger dabei, aber holla die Waldfee, das ging ab. Vielen Dank für die Tipps und dann sehen wir uns morgen. Euch viel Glück und Spaß und vor allen Dingen Erfolg im Turnier. Macht's gut, tschüss.